Also, heute Abend, wir haben es Dienstag. Datum weiß ich gerade nicht. Zweite Woche. Ich bin hier in Oulu, fast am nördlichen Ende von der Nordsee angekommen. Quatsch, von der Nordsee, von der Ostsee. Mensch, von der Ostsee angekommen. Irgendwie knapp über 400 Kilometer waren es heute. Wir haben es jetzt 7:30, die Sonne. Die Sonne steht immer noch ganz schön hoch und das habe ich gleich mal genutzt, um eine kleine Wäsche zu waschen. Ja, ist ein bisschen blöd, geht gerade kein Wind. Naja, ich werde jetzt mal runter zur Ostsee gehen. Die Ostsee, die ist gleich da drüben, hinterm Campingplatz. Das ist der schöne Campingplatz, ist ja groß und ist ein 4-Sterne-Campingplatz, Stadtcampingplatz. 25 Euro die Nacht fürs Zelt. Jetzt gehen wir erstmal zur Ostsee. Ganz da hinten ist der Campingplatz, schon ganz schön groß. Hier ist noch so ein Restaurant. Ich gehe da lieber gar nicht hin, um die Preise zu sehen. Strand ist hier. Das ganze Ding nennt sich Eden. Naja, ist nicht ganz so paradiesisch. Ganz da hinten, da ist ein bisschen... Ja, wird auch eine Industriestadt sein, Oulu. Auf jeden Fall bin ich wieder am Meer. Nach der Richtung sieht es ein bisschen angenehmer aus. Das ist jetzt schon fast so ziemlich das nördlichste Ende von der Ostsee. Mal gucken, wie das Wetter morgen ist. Da fahre ich morgen nach Tornio. Das ist dann richtig, irgendwo dort, der nördlichste Zipfel der Ostsee. Da bin ich jetzt hier in Törehamn, am offiziell nördlichsten Punkt der Ostsee. Diesen Punkt markiert dort hinten die Tonne. Mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sehen, total unspektakulär. Ein Campingplatz am Ende der Nordsee, am Ende der Ostsee. Viel Gegend, alte Industrieanlage, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr gebraucht. Ja, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und irgendwo dort hinten aus der Bucht geht es dann raus Richtung Ostsee. Da bin ich mal angekommen in Schweden, am nördlichen Ende von der Ostsee. Bin jetzt ein bisschen ein paar Kilometer weg von Töre, was ja eigentlich der nördlichste Punkt ist. Auf dem Zeltplatz, der sieht zwar auf den ersten Blick ein bisschen karg aus hier, aber der ist trotzdem schön gelegen. Da drüben hinten ist ein bisschen Wasser. Da hinten ist die Ostsee. Und da werde ich jetzt mal hingehen. Ja, ein bisschen Wäsche trocknen. Gestern ist die nicht trocken geworden. Die Bank habe ich mir auch ran organisiert, weil ich ja sonst nicht sitzen kann. Und gleich dort oben Sanitärgebäude. Wie praktisch. Nett, sogar mit Pflanze. Auf jeden Fall lassen wir das Licht aus. Was haben wir hier noch? Waschraum. Eine ganze Menge Hütten, aber ich glaube, die sprengen wohl meinen Preisrahmen. Die Hütten sind hier ein bisschen exklusiver. Das könnte ich mir, glaube ich, nie ganz. Also hinter mir ist das Restaurant, da ist heute irgendwie Live-Musik. Das ist der Ausblick. Ich habe gerade geguckt, Budweiser, ich weiß nicht wie groß die sind, kostet 6,80 ungefähr. Das ist schon wieder ganz ordentlich. Aber das ist hier oben leider überall so. Wenigstens gibt es hier in Skandinavien nicht dieses deutsche Dauercamping mit Gärtchen und Zäunchen und Gartenzwergchen. Das ist irgendwie angenehmer hier. Die haben zwar auch so ihre Stellplätze, die vielleicht für längere Zeit hier sind, aber naja, es wirkt nicht so spießig wie bei uns. Jetzt bin ich gerade vom Campingplatz ein paar Meter durch den Wald gehirschelt. Naja, so richtig Wald ist es hier nicht, Krüppelkieferwald. Und jetzt stehe ich am nördlichen Ende der Ostsee. Da hinten nach vielen, 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 vielen Kilometern kommt Polen und dann geht es da so rum und da kommt Usedom und Rügen und so weiter und so fort. Ganz schön langer Weg. Ja, so sieht es hier drin aus, wenn das Bett fertig gemacht ist. Isomatte, Schlafsack, Tankrucksack, Klamotten. Ist schon schön geräumig, das Zelt. Keine Frage. Ist nur die Frage, ob es härtere Bedingungen im Norden aushält. Das werden wir die nächsten Tage sehen.